Bahn nach Sandgeil. Und mit dem Transporter können wir überall übernachten und schlafen. Oh, schönes Licht. Mal schauen, ob was für ein Abenteuer wir uns begeben. Oh, kannst du mir mal bei meinem Handy. Was? Was ist das? Ich kann mich nicht über die Grenze Deutschlands. Diesmal hat ihren Arsch noch nie über Deutschlands Grenzen hinweg bewegt. Doch, ich war mit 3 in Russland. Ach ja, genau. Aber sonst? Hier ist der Grenzübergang. Hier, da kannst du links fahren. Und Österreich. Ah! Oh, jetzt habe ich es verfasst. Wir sind in Österreich. Zack. Crazy. Das gehört jetzt. Ja, crazy. Jetzt sind wir in der Schweiz bei meinem Bruder Fröstlichchen. Hier ist der Winter ausgebrochen. Schauen wir mal, wie die Wohnung ist. Das ist ein cooler Eiswürfel. Hallo, wir fahren, wo fahren wir hin? Ins Appenzell. Ins Appenzell, wo der Käse herkommt. Wo der Käse herkommt? Appenzeller, kennst du das? Nee. Zum Käse. Aber wir fahren zu der berühmten Hütte, wie heißt die Hütte? Escher, wir fahren zum Escher. Ja, wir müssen leider gestern Abend kleine Videos einschieben aus dem Chat. Einschieben. Wir haben Pizza gegessen. Und dann haben wir gespielt und Cocktails getrunken. Und bei dem Cocktail gab es einen Unfall. Cocktailunfall.
Aber nicht so schlimm, alles wieder gesäubert. Leute, wir sind die Alpsteinkette und das ist wieder ein steiler Weg. Hochkämpfen musste sich. Heute werden neue Limits überwunden bei Maria. Da kommen die Kühe. Schön. So, sind endlich in der Escher Alm angekommen. Das war echt. Oh mein Gott, ist das weit. Das Schaf chillt und gönnt sich die Aussicht. Das ist so weit. Hallo Leute. Ich bin wieder fit. Ist wieder fit. Wir waren jetzt bei der Escherhütte. Wir machen noch mal kurz, zeigen nochmal kurz die Berühmtheit hier. Diese Hütte hier. Mitten am Hang. Und jetzt geht's in die Tropfsteinhöhle. Das ist hier das Haustaxi. Jetzt auch. Also, wo kommt der denn hin? Alter, einfach beide hier. Wie sie beide da drin lagen. Hallo. Hallo. Wir fahren, wo fahren wir? Wir fahren in einen See und campen da für eine Nacht. Und ja, den Tipp haben wir von meinem Bruder bekommen. Mal schauen, wie es ist. Und dann werden wir aber jetzt mal eine Nacht im Camper verbringen. Und ein bisschen Camping-Life haben. Kurzes Camping-Life. Hier haben die Läden voll komisch offen. Wir wollten noch zum Lidl gehen. Und dann stand da Öffnungszeiten Montag bis Mittwoch bis 19 Uhr. Und dann Donnerstag bis 21 Uhr und Freitag irgendwie, keine Ahnung. 18 Uhr und Samstag nur bis 17 Uhr. Ja, Samstag nur 17, nee, doch 17 Uhr. Die spinnen doch wohl. Also ganz verrückt, jetzt schauen wir bei einem Lidl vorbei. Vielleicht hat der alles der vielleicht offen. Noch offen hat. Juhu Leute, der Lidl hat bis 20 Uhr offen. Wir haben einen Lidl gefunden, der bis 20 Uhr offen hat. Und Aldi auch. Aber richtig komisch, warum haben die nicht alle gleich? Ist offen? So. Also, ganz merkwürdig. Ganz komische Sache. Ja. Aber schauen wir mal, was wir jetzt im Schweizer Lidl finden. Ich muss noch Schuhchen anziehen. Halt ich meine Schuhchen anziehen. Hier seht ihr, wie man Schuhe anzieht. Erste andere Gesicht. Okay, das war's auch schon. Schauen wir weiter. Ja. Das Hühnchen in Deutschland. Ja. Das gibt's auch nicht in Deutschland. Da ist sogar so ein Schild dran. Cool. Und Mini-Pizza-Snack. Aber gibt's das anders, wo das nicht draufsteht? Da gibt's das in Deutschland. Weil. Schau mal, Brötli. Brötli. Schaut mal die Milch an, Leute. Witzig.
komisch, gell? Wir haben Salz gefunden. Salz aus der Schweiz. Weil wir wollen Eier zum Frühstück essen. Und dann, dafür braucht man natürlich Salz und schmeckt es nicht. Und hier einfach so Schweizer Salz, günstiger als in Deutschland. Schnäppchen, vor allem ist es einfach so ein Kilo Salz. Wir zeigen euch unsere Ausbeute. Wir gehen jetzt zum Aldi, gell? Ja. Weil wir dachten, wenn schon, denn schon. Lidl Süße waren wir schon. Lidl Süße. Jetzt Aldi Süße. Ich glaube, das checkt niemand, oder? Ja, also da steht immer Swiss. Ja, das können wir doch gleich filmen, oder? Swiss, ja genau. Steht doch da dann. Schaut, Leute. Da Aldi seht ihr es. Süße. Aldi Süße. Süße. Das sind doch die vom Ikea. Ja, ja. Das sind die Ikea-Chips. Also die Marke vom Ikea immer. Schau mal, Pesto. Trio. Trio, fuck. Voll geil, aber das sind nicht die. Das sind leider nicht die Linsenchips, die wir immer beim Ikea kaufen. Die sind lecker. Ich möchte einen offenen Kühlbaum gucken. Süß. Alter, voll die Weihnachtssonne. Ja. Die haben schon Weihnachten angefangen hier. So. So. Ich wollte gerade was sagen. Dann habe ich mich verschluckt. Kurz gestorben. Grüezi. Okay. Ah, nein. Stopp. Doch. Was hat die gesagt, die Kassiererin? Schönen Abend oder so? Nee, hat gesagt, 4 Franken 80? Ja. Und dann so, grüezi? Nee, was hat die gesagt? Was hat die gesagt? Ich hab sie diesmal sogar ganz gut verstanden. So, hat ihr doch nicht viel gesagt. Hat irgendwie dann gesagt so, halt irgendwie so tschüss auf Schweizerisch. Noch schönen Abend gesagt. Ja. Und ich so, ach so genau, schönen Abend. Ich so, ebenso tschüss. Und dann sind wir aufgeflogen als Deutsche. Ja. Also wir haben so Maisflips. Maisflips. Kennt ihr die? Diese Maisdinger. Ein bisschen einfach mit Apfelgeschmack. Mhm. Gibt's auch nicht in Deutschland. Jonas hat irgend so einen Proteindrink, weil er so ein Opfer ist und alles kauft, wo Protein draufsteht. Aber ich würde es gleich trinken. Dann haben wir das, also auch noch von Lidl. Wir wollten so Schweizer Schokolade, aber die waren ganz teuer. Und dann haben wir so Felgo Martini gekauft, aber auch aus der Schweiz. Süße. 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 Ja, die war ganz günstig. Dann haben wir Eier zum Frühstück. Aber Schweizer Freiland. Ah ja, natürlich ganz wichtig. Dann haben wir so Flöten. Flute. Flütze. Ja, die sind ganz lecker. Und dann haben wir so Fake. Wie heißen die von Milka? Tender. Fake-Tender haben wir. Und wie wir schon erzählt haben, 1 Kilo Salz für wie viel? Für 90 Cent oder so? 95 ja. Franken. Nee. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Keine Ahnung. Der hat mich gerade ganz komisch angeschaut. Hat so geguckt. Weil du eine Maske auf hast und so deutsch redest. Und das haben wir noch gekauft? Weil ich mit der Kamera rede, glaube ich. Ja, genau. Wenn das richtig cool wäre, einen Kilo Schweizer Salz für 1 Euro. Nicht mal. 1 Euro. Ich habe noch so ein Schoko. Croissant, glaube ich, drauf. So ein Schweizer. Ja. Und das ist ein Joghurt Bärenbrötchen. Ganz verrückt. Ja, das war's dann. Ich freue mich schon. Okay, jetzt fahren wir. Von den Apfeldingern, auf jeden Fall. Und? Weiter? Thank you.
halt wie diese Waffeldinger. Aber halt so ein bisschen. So ein bisschen. Bisschen fruchtig. Ja, ich finde es ganz cool. Bisschen säuerlich halt. Ich finde es gar nicht so schlecht. Aha. Das ist ganz geil, ja. Mhm. Kann man machen. Und sie sind vegan. Auf jeden Fall. Kein Palmöl. Ohne künstliche Farbstoffe. Ohne Salz. Und Bio. Besser Snack. Schmeckt echt ganz gut. Geil. Je mehr man davon isst, desto leckerer werden die irgendwie, gell? Ich habe erst ein Ei gegessen. Hier sind voll die Berge und voll die Kurven und ich habe Angst um mein Leben. Oh mein Gott. Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir fahren einfach 15 km/h. Oh Gott. Ich hab Angst. Vorsichtig. Ich stehe einfach auf einer Ampel, an der Ampel auf so einem Berg. Schick, schick. Willkommen. Hier ist unser Transporter. Hier ist der nackte Jonas. Nee, der hat ein Höschen an. Und hier hinter, da ist der See direkt. Aber das zeigen wir euch morgen früh. Das sieht man jetzt nicht, es ist sehr dunkel. Aber man sieht richtig schöne Sterne. Ja, richtig schön. Genau. Anate. Ja. Jetzt chillen wir hier und essen. Essen ein bisschen was schauen. Die letzten Folgen von New Girl. Guten Morgen. Wir sind jetzt aufgestanden und wir zeigen euch jetzt die Aussicht. Und jetzt gleich frühstücken wir. Schaut. Macht dich gefasst. Gut drauf. Und an Jonas. Siehst du? Da ist eine Frühstücken hier. Gern? Yes, yes. Improvisierter Tisch. Und jetzt unser Essen. Kaffee teilen. Hallo Leute, Maria ist gerade traurig, warum? Sie muss schon wieder pieseln. Aber schaut euch die Aussicht an. Wir gehen noch schwimmen. Ja. Hoffentlich ist das Wasser nicht zu kalt. Ja. Hallo. Jetzt geht's gleich zum Schwimmen. Super. Rein gleich, ja? Wir gehen ins Wasser. Aber Wasser. Ich hoffe, da gibt es keine Fische, weil ich habe Angst vor Fische. Nein. In der Schweiz gibt es keine Fische. Habt ihr schon mal von einem Schweizer Fisch gehört? Nein. Nein. Also, auch Maria sich keine Sorgen machen. Yeah.
gotta hang on. Oh. Da ist ein Fisch. Ich sterbe. Ah! Seht ihr das? Da. Ich habe Angst. Jonas hat gesagt, hier gibt es keine Fische. Was soll das denn? Ah, was mache ich jetzt? Soll ich wegrennen? Aber das ist gemein. Dann ist Jonas ganz alleine. Dann filmt ihn niemand. Ah, da ist noch ein Fisch. Ich habe so Angst. Leute. Sieht man das? Sieht man das? Nein? Der schwimmt zu mir, ich sag's euch. Ich habe richtig Angst. Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Okay, ich film. Ich muss Jonas filmen. Komm, Jonas, schnell! Du schaffst es! Oh mein Gott, die kommen zu mir. Ah, ich muss schnell weg hier. Jonas, schnell! Da kommen drei Fische auf mich zu! Schnell! Du schaffst es! Schnell! Komm! Oh mein Gott, die kommen wirklich auf mich zu. Oh, jetzt habe ich nicht hingeschaut. Aber ich habe es gefilmt. Super, Schatz! Komm! Ah, ich muss schnell weg. Das T-Shirt und ich frage ihn, ob ich das filmen kann. Oder Foto ein Foto machen kann. Kann ich das filmen, sagst du, bitte sehen. Oh, ich hab zwei Kleber vor dem Foto. Hallo! Ich finde ihr T-Shirt super. Darf ich ein Foto machen davon? Von mir? Ja. Dankeschön. Danke. Jupst du. Gut. Ja. Dankeschön. Nur wenn man es erlebt. Tschüss! Siehst du? Kein Problem. Hier ein Sturm. So, wir kochen jetzt. Das ist unsere Küche. Ein Metallblock. Ich zeige euch mal, was der kann. Machen wir hier auf. Dann haben wir hier schon mal Messer, Gewürze, noch so eine Kochplatte. Und jetzt ist hier der eigentliche Koch, die eigentliche Kochplatte. Zack. Und dann kann man hier rausziehen. Dann hat man hier mein Besteck. Unter dem Besteck sind noch so Gläser und da sind so Töpfe. Und die Töpfe kann man einfach rausziehen. Wenn man das mal hier so hoch macht. Hier ist ein Schneidebrett. Und das sind einfach Töpfe. Ich mache hier an. So. Mhm. Dann mach ich so. Schon ist an. Aha. Das ist eine Pfanne. Mhm. Das brauchen wir jetzt nicht. Aber ich glaube, den Topf nehmen wir. Dann fällt es so aus. So, ich nähe es jetzt. Oh, das sieht richtig schön aus. Richtig schick. Magnesium gegen die Wadenkrämpfe. Beim ganzen Wandern. Was ist das? Jonas. So. Hey. Ich lese dieses Buch. Jonas, wieso musst du filmen, wenn ich gerade filme? Entschuldigung. Das stört doch nicht. Doch. Das ist der Film im Film. Na gut. Also ich lese dieses Buch. Meditation heißt es und das ist ein sehr gutes Buch, kann ich empfehlen. Das ist keine Werbung, aber das ist einfach ein gutes Buch und das ist wichtig, finde ich, solche Sachen, solche Themen. Und das ist von Peter Bär, der hat auch so Podcasts und ja, so YouTube-Videos.
ja, finde ich ganz interessant eigentlich. Und ist auch wichtig, finde ich, solche Themen. Wir haben auch übrigens einen Podcast, wo wir auch so Sachen, so Thema glücklich werden und ja auch so Meditation und sowas behandeln. Das heißt Yemi und das können wir verlinken, wenn Jonas weiß, wie das geht. genau. Also der Yemi-Podcast. Und genau, das lese ich jetzt. Tada! Danke. Wieder nach St. Gallen, aber wir fahren vorbei bei einem Skatepark. Ja, Mühlehorn. Und ich muss kurz was zeigen euch. Es war so schön. Hallo. Das ist jetzt der Abschlussblock von St. Gallen. Ja. Wir haben Pizza gegessen. Pizza gegessen. Was machst du denn? Die war aber nicht gut genug gewürzt. Zu wenig Salz drauf. Zu wenig Salz drauf. Ja. Und das ist die View over über Salzburg. Ah, oh, jetzt ist die Sonne voll weg. Ja. Und da hinten sieht man Bodensee. In meiner Brille sieht es aus wie so ein Fleischtöter. Darf ich auch mal drüber ziehen? Ich ziehe sie mal dem Kamera auf. Der Kamera? Ja. Oha. Sieht richtig cool aus, wenn man das drüber zieht. Ja. Guckt schön ab. Hier langweilig. Auch die hier so von dem Pizza. Hier kostet einfach jede Pizza von 10 Franken. Egal, ob man Margarita nimmt oder Hawaii oder was auch immer. Die Hälfte der Pizza verstehe ich hier nicht. Drauf. Lass mal noch die drei Weihern filmen hier drüber. Die nehme ich mit und das sie zum Frühstück morgen. Mhm, cool. Rein geht's. Nein! Was? Achso, das war nur ein Reflex, Schatz. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen durchgedreht. Ich weiß. Nein, ich erzähle es der Kamera. Ich weiß. Aber ich liebe es auch, wenn du durchgedreht bist. Danke. Nein, nein, sie schläft Ballons auf ihrer Welt. Aber magst du den Song? Auf Turnerstraße nach Nordwesten Richtung Dürrenmannstraße starten. Ich hab den, das war früher mein Lieblingssong. Ich habe den Songtext. Im Straßenverlauf von Hauptstraße sieht noch 2 Kilometer. Dann habe ich den abgeschrieben. Dann habe ich den auswendig gelernt. Und ich habe mir wirklich vorgestellt, wie ich den bei Des Des singe. Ich konnte halt nicht mehr singen. Das ist ja echt süß. Ich kann immer noch nicht singen. Was? Das ist echt süß. Süß. Ja. Und vor langem war auch mein Lieblingslied. Satellite von Lena Meyer-Landrut. Ah, ja.
Was war dein Lieblingslied früher? Boah. Dein längstes Lieblingslied? Boah. Man hat irgendwie als Kind, hat man wirklich so ein Jahr dasselbe Lieblingslied oder so. Und jetzt hat man jede Woche ein neues Lied. Muss ich echt überlegen. Wirklich krass. Das ist so lang her. So lang her. Also es ist ja eigentlich mal lang her. Ich habe die immer mit dem Handy aufgenommen, die Lieder, die ich gut fand auf dem Radio. Und mit so Sprachaufnahme so. Und dann klang es richtig scheiße, aber man hat es dazu anhören können. Echt jetzt? Ja, es gab halt nichts die Möglichkeit, sonst Musik abzuspielen. Wie süß, dass sie vom Radio mit dem Handy aufgenommen hast. Ja. Hannah und Hannah waren mit dem Lied. Hast du schon abgewissen? Ja. Ich habe gerade so drin gesucht und war so, oh. Ich dachte aber auch so, ich dachte mir auch so, habe ich das schon aufgemacht? Ich habe es gar nicht gemerkt, wie ich das so nebenher aufgemacht habe. Upsi. Warte, die Bündchen. Ja, ja, als du hinten warst, habe ich das angeknabbert. Alter, das ist einfach auf dem Gebäude so ein fettes Gesicht drauf. Alles. Crazy. Den rechten Fahrstreifen benutzen. Rechts abzubiegen und auf Hauptstraße 7 Route 7 zu bleiben. Dann willst du irgendwas dazu schreiben, so atemlos, Punkt oder so. Ja. Grüße an Charlie. Atemlos. Nee, die wird irgendwie so, wieso, so kleine, leben. Sie sieht auch überall so kleine Zeichen an den Wänden so. Ja. Und dann Stadtleben. Ja. Stadtleben. Charlie ist so verrückt. Ja. Also, ja, nicht negativ. Du weißt schon, dass ich filme die ganze Zeit. Ja. Yeah. Wenn ich das deswegen, Video reinschneide. Ich wusste nicht, aber und dann ich meine, das ist nicht negativ. Charlie ist so ein. Nach 200 Metern nach links abbiegen, um auf Hauptstraße 7, so ein, 7 zu bleiben. Schilder nach Rorschach. Also, Charlie ist einfach Charlie. Charlie ist einfach Charlie. Grüße an Charlie. Grüße an Charlie. Bleibst du, wie du bist. Nach bleibst links du, wie du bist, Charlie. I'm in my room, it's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like. She'll never know your story like I do. She wears shorts, skirts, I wear t-shirts, she's cheer captain. Tschüss. Ciao Leute. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ja. Und
Grüße. Liebe Grüße. Noch aus der Schweiz. Und Jonas und Maria. Genau. Und wir schauen mal, wann wir wieder geblieben. Wenn wir wieder was Gutes haben. Peace.